Was ist eine vorgezogene Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Immer wieder tauchen bei uns Begriffe auf wie Frührente, Altersrente, Rente mit 63 oder auch der Begriff, was ist eine vorgezogene Altersrente? Die vorgezogene Altersrente ist keine gesetzliche Rentenart. Steht also nirgendwo im Rentenrecht drin, dass es eine neue Rentenart gibt, vorgezogene Altersrente. Wir haben im gesetzlichen Rentenrecht festgelegte Altersrenten. Das ist die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Von der knappschaftlichen Altersrente möchte ich heute mal nicht reden. Und von einer vorgezogenen Altersrente spricht man immer nur dann, wenn der Versicherte vor Vollendung seiner individuellen Regelaltersgrenze in Rente gehen will oder eine Rente in Anspruch nehmen will. Und dafür kann er sich im Wesentlichen nur drei Rentenarten aussuchen. Und zwar die Altersrente für langjährig Versicherte, für besonders langjährig Versicherte und oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Natürlich kann er immer nur eine dieser drei genannten Altersrentenarten in Anspruch nehmen und auch immer nur dann, wenn er tatsächlich die Anspruchsvoraussetzungen für diese jeweilige Altersrente in seiner Person auch tatsächlich erfüllt. Die Regelaltersrente ist grundsätzlich keine vorgezogene Altersrente. Sie nennt man auch reguläre Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.